Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem zweiten Tutorial. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie ihr diesen typischen Mainstream-Psytrance-Effekt macht. Wenn ihr dieses Tutorial durchgeschaut habt, könnt ihr dieses Geräusch hier machen. Trance is awareness. So, dann fangen wir mal mit dem ersten Oszillator an. Das ist auch der einzige, den wir brauchen werden. Die Stimmen kommen hoch auf 7. Kommt eine Oktave tiefer. Und es bleibt die Sägezahnwelle. Das war's. Dann gehen wir direkt runter zum Mod Envelope 1. Drehen diesen Fader runter. Gehen hier auf Pitch A und drehen es auf 3. Der Decay-Regler kommt auf etwa 3,5. Dann gehen wir rüber zu den Filtern. Der Filter bekommt einen Bandpass-Filter. Die Resonanz drehen wir rauf auf 3. Die Control-Resonanz drehen wir hoch auf 3,5 etwa. Das Cutoff bleibt in der Mitte. Dann gehen wir rüber zum ersten LFO. Da geben wir Cutoff A ein. Diesen Cutoff A-Regler stellen wir auf 5. Und den Rate-Regler, den stellen wir auf die Höhe. Der Gain-Regler, der muss auch ziemlich hoch, der kommt auf 6,5. Und als Quellwelle bekommt das erste LFO eine Lorenzwelle. Das Ganze hört sich jetzt schon mal so an. Das klingt schon ziemlich nach dem Original. Bei dem Arpeggiator klaue ich ein wenig. Ich habe hier nämlich ein schönes Preset. Da kopiere ich mir die ARP raus, füge sie hier ein und drehe sie runter, sodass sie in Trillionen spielt. So. Als nächstes kommt noch ein wenig Distortion hinzu. Das Distortion, dabei drehen wir beide Regler auf 3,5. So. Und jetzt machen wir die Effekte. Bei den Effekten nehme ich selten die internen Effekte vom VST, sondern meistens externe Effekte von Cubase oder anderen. Dann nehmen wir uns als erstes das Delay vor. Das Delay soll ziemlich lange klingen
und soll auch sehr laut sein. Deswegen drehen wir den Mixregler etwa auf 30% und den Feedbackregler sehr hoch. Bei der Geschwindigkeit des Delays müsst ihr selber einstellen, je nachdem, was ihr für einen Rhythmus benutzt, muss das Delay dementsprechend eingestellt werden. Beim Reverb habe ich einfach ein ganz simples Reverb eingestellt, das ist nichts Besonderes, hat keine besonderen Fähigkeiten, ist einfach nur Reverb. So, jetzt sind wir eigentlich schon fertig. Hören wir uns das Ganze mal an. Trance is awareness. It is consciousness. So, das war mein zweites Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.